Und herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen Atomkraftwerk und Juju Meta Produktion. Ja, ich hatte die letzten Tage mal ein bisschen den PC am Laufen und nebenbei, wo ich was anderes getan habe, sprich Setups erstellen, ein bisschen näher in der Welt rumschauen, wo kann ich mich denn niederlassen bald wieder oder was kann ich hier noch hinbauen, was kann ich noch ausprobieren. Habe ich das ja alles laufen lassen und man sieht es kaum, Juju Meta en masse erstmal. Zwei Diakisten, die eine ist fast voll. Ich habe immer zwischendurch ein bisschen hier rausgenommen, so drei, vier Stacks. Der Grund liegt daran, wir brauchen massig Kupfer. Und bevor ich das irgendwo rausziehe aus der Erde, produziere ich doch einfach das aus Juju Meta. Das habe ich nämlich schon mal wieder vorher reingetan. Damit ich halt was genug habe. Hier müsste die, wie gesagt, die Kiste. Hier drauf gestellt mit dem Trichter. Den Trichter hatten wir ja davor hingestellt. Da hatte ich ja noch eine Kiste drauf gesetzt, damit halt noch ein bisschen mehr reinpasst. Und dann habe ich das hier immer so hier reingetan, Kupfer gemacht und das Kupfer da hinten reingeschmissen. Ja, weil wir müssen damit natürlich auch viel Strom produzieren und deswegen mache ich das jetzt hier auch, weil ich fange erst mit dem kleinen Setup an, was in die ins Atomkraftwerk soll und dann den Breeder nach und nach Fertigcraften einsetzen und dann das Atomkraft bzw. Atomkraftwerkstrom noch höher zu setzen, bzw. auf eine Effektivität von 6 zu 6. Vorab erstmal machen wir ein kleines Setup, welches wir auf 3-3 machen und dazu benötigen wir Quattrum Uranzellen. Die suche ich mir immer hier in Wolf drin. Und wo sind sie denn? Ach, okay, ja, da normale Uranzellen, ist schon klar. Es gibt auch größere. Weil das müssen wir nämlich als erstes alles craften. Da sind sie. Vierfache Uranzelle. Brauchen wir die Platten hier und doppelte Uranzellen. Dann brauchen wir eine davon und genau. Dafür brauche ich nämlich das ganze Kupfer hier. Und das muss nämlich jetzt alles noch hier hinten reingeworfen werden. Jetzt will ich hoffen, ne, hier ist kein Overclock Upgrade mehr drinne. Da brauchen wir nämlich massig von den Dingern hier und das dauert eine Ewigkeit, bis wir das fertig haben. Deswegen kann es auch gleich sein, dass ich wieder einen kurzen Stopp mache, bisschen Art reinschmeiße. Wir können auch ein bisschen. Ah, wir können das mal Wabba machen. Wir können das mal Wabba suchen, beziehungsweise Wabba-Bäume pflanzen und das abernten. Das können wir erstmal machen. Haben wir ja Zeit zu. Bis das da vorne ein bisschen fertig ist, können wir das hier laufen lassen. Ob ich denn Wabba-Bäume? Nee. Nee. Ich glaube, die sind auch hier. Sind die hier drinne? Nee. Dann sind sie da oben drinne. Hab. Nehmen wir erstmal hier so ein paar raus ins Sack. Dass wir das auf jeden Fall hier durchschmeißen können. Ja. Laufdumen, der braucht ja ziemlich viel davon. Da könnten wir zur Not auch noch hier. Ja, nehmen wir noch einen Trichter mit. Und ein bisschen Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5. Halbe. Soll das schon geschafft haben, würde ich hoffen. Jetzt sind wir nämlich um den Trichter drauf. Ja. Seht ihr, das geht wirklich ruckzuck, bis das da leer wird. So. Man kann ein paar mehr machen und wir können jetzt halt ein bisschen Wabba-Bäume fällen, weil wir müssen auch einen Extraktor machen hier, den wir noch da hinsetzen. Und dann wird das schon gut werden hier, will ich hoffen alles. Durch die ganze Juju Meta können wir auch später ganz viel Kohle gewinnen, welchen wir entweder durch Teeröl ersetzen oder für. Komme ich schnell nicht auf den Namen, ist natürlich klar. Ich bin gerade überlegen, habe ich noch den Mod drinne? Habe ich den normalen Baum? Sieht, als ob ich den Mod nicht drin hätte. Nämlich Timber Mod. Muss ich mal gerade schauen. Uha. Da ist eine Eiche. Doch, der ist drin. Okay, macht das bei denen wohl nicht. Ja, das ist nämlich das Problem mit dem Schnellabernten hier. Wie gesagt, das mit dem ganzen Kupfer, da machen wir jetzt alles fertig. Dann lassen wir das einmal alles durchlaufen und den Extractor muss ich ja auch irgendwo noch hinsetzen. Wegen dem Wabba. Aber dafür werde ich erstmal ein bisschen Strom hier rüberholen von dem ganzen Atomkraftwerk oder hier ein bisschen mehr produzieren. Sprich durch Dampf oder sowas werde ich ja auch noch was
hier veranstalten. Ja, weil diese Schmetterlinge. Ein bisschen gehen die einen auf den Keks, aber nur ein bisschen. So. Hier einfach wieder Orber hinschmeißen. Brauchen wir sowieso was von. Ich könnte jetzt auch einfach hier, wenn ich die jetzt hier nicht anpflanzen würde, einfach Orber aus Jumette machen. Wäre jetzt auch eine Option noch gewesen. Warum nicht? Haben wir doch eigentlich ganz genug. Schmeißen wir das nämlich auch in den Ofen rein. Wenn wir das nämlich auch noch los. So. Weil der ist nämlich nicht dahin angeschlossen am System, das weiß ich ja. Und bevor ihr euch fragt, ja, wo habe ich denn das pulsierende Gatter her? Das habe ich hier vorne aus der Fabrik abgebaut. Diese kleine, die ich hier hingesetzt habe. Weil die läuft ja nicht. Ich habe ja oben die Panels abgerissen und habe dann hier einfach hier das gemacht. Gehen wir mal eben noch fix hin. Einfach was ganz Einfaches gemacht. Ich tue einfach Scrap hier, was hier produziert wird, in die Kisten rein. Der tuckert nicht viel, aber dafür produziert er ein bisschen Schrott und den tue ich dann einfach in Scrapboxen umwandeln und tue das da hinten immer zuführen. Ja, jetzt kleben die ganzen Setzlinge mich hier an der Fensterscheibe fest. Ist auch egal. Ist schon okay, so. Die tun wir mal hier rein. Und ich hole mir jetzt hinten nämlich Jujumetta her. Hier die Sawmill, die kann nämlich noch mal ein bisschen hiervon arbeiten. Die können arbeiten. So, hier habe ich noch keinen. Ja. Noch keine Druckplatte drin. Naja, ist auch ein bisschen egal. So, wenn wir gleich Jujumetta holen. Dann gehen wir gleich noch bei den Bienen vorbei. Schauen wir, wie weit die sind. Oh, 1, 2. Ach, wir können noch mal ein paar mehr mitnehmen hier. Schmeiß ich erstmal eine Handvoll da rein. Wie ihr fragt, wie ich das gemacht habe, drückt eigentlich Sneaken, Steuerung-Taste und dann auf das Item dort. Dann könnt ihr gleich das ganze Inventar von euch füllen. Dann geht das einen Tacken schneller, als immer jedes Item bei euch reinzuziehen oder halt mit Shift und Linksklick. Das in euren Inventar zu holen. Hier funktioniert das leider nicht, habe ich mich auch schon mal gewundert. Müsst halt doppelt klicken, dann geht es. Ganz oft klicken, dann verschwindet das auf einmal. So, das kann ich schon craften. Dann mach mal hier ruhig. Mach mal ruhig. Das ist ja nicht das Problem, das habe ich ja. Eins, ja. Was hat er denn? Ach so, jetzt ist der natürlich, ja. Ist ja klar, jetzt ist der natürlich in Bereitschaft. Dann nehmen wir mal. Komm, wir machen es auf altmodische Art hier. Stickweise raus, Holzkohle hier raus, komm schon, so. Brauche ich gar nicht so viel. Zack, hier. Auf altmodische Art, aber wir müssen pennen gehen, sonst habe ich hinten wieder keinen Strom. Das war wieder immer das Nervigste, immer wieder pennen zu gehen, da habe ich einfach das wieder im Cheat-Mode umgestellt, dann konnte ich das halt über Tag immer laufen lassen. Da wird sich so bald ändern, bald halt nicht nur Solar, sondern halt auch Atomkraftwerk läuft. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach, ich wollte doch nach draußen. Okay, Menschenskinder. Sagt mir das einer, so. Zack, zack, zack. Wie weit sind denn hier die Platten? 19 Stück. Die können wir schon mal rausnehmen. Brauchen wir sowieso noch genug von. Also, das ist jetzt nicht der Grund, dass ich das... Der Grund, dass ich da zu wenig von habe. So. Erstmal alles rein damit. Müssen wir nämlich Wabber brennen, bis der Arzt kommt. Dann müssen wir nämlich ein paar von den Circuits noch machen, damit wir halt Overclocker noch da hinten hinsetzen können. Damit es ein etwas schneller läuft. So, jetzt gehen wir noch dahin und schauen mal, wie weit das da denn ist. Hier, ja, wird bestimmt schon besser. Genau, der ist nämlich raus, der sitzt nämlich hier, ne, der sitzt glaube ich da vorne drin, ne? Oder? Ja, und die Industriale, die läuft schon. Die läuft nämlich parallel mit der, dass wir halt bald große Dinger hinsetzen können, aber nicht auf privat, reicht ja so. Ich will doch hier auf die Kiste klicken. Ja, ein Stack davon ist ganz okay. Upp. Ja, immer bei den Bienen, das ist tödlich hier. Bei den Bienen ruckelt das etwas.
Wir haben auch schon 25 von. Ist okay. Kann ruhig so laufen. Gut. B noch analysieren. Normale Geschwindigkeit. Das slower. Da. War das jetzt fast, fast? Slowest fast. Nehmen wir die hier einfach wieder. Mach ich einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das alles Material fertig ist. Bis gleich. Tschüss.